Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Artikelserie zum Thema Digitaltechnik. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon die Grundgatter angeschaut. Wir haben uns angeguckt, was ein Not, ein And und ein Or bedeutet. Und heute geht es nun um weitere Gatter, und zwar um zwei wichtige Gatter, die man sehr häufig benutzt. Das ist das NAND und das ist das NOR. Schauen wir uns das Ganze einmal direkt in Logiflash an. Fangen wir an mit dem NAND. Ein NAND-Gatter, ich nehme mal so ein NAND-Gatter hier raus, sieht aus wie ein UND-Gatter mit einem Punkt dahinter. Dieser Punkt, dieser Kreis bedeutet, dass der Ausgang des UND-Gatters invertiert wird. Das heißt, ich wähle hier einmal, hier kann ich über dieses Dreieck kann ich zwischen AND und NAND wechseln. Das heißt, ich baue hier mal ein UND-Gatter dahinter und über MISC kann ich hier noch einen Inverter dahinter bauen. Und dann kann ich mal die beiden Gatter miteinander vergleichen. Ich brauche entsprechend Buttons davor und eine Anzeige. Und dann kann ich die Komponenten miteinander verbinden. Um das noch besser sehen zu können, baue ich hier nochmal eine zusätzliche Lampe dort an, um aus einer Verbindung eine Abzweigung zu nehmen, muss ich die Steuerungstaste drücken und dann mit der Maus auf diese Linie gehen, und dann kann ich letztendlich diese Linie so runterziehen und dann habe ich hier entsprechend die Lampe hier mit dieser Linie verbunden. Okay, gucken wir uns mal, wie dieses NAND-Gatter funktioniert. Beim UND-Gatter haben wir ja gesehen, nur dann, wenn beide Eingänge gleich 1 sind, dann habe ich am Ergebnis, am Ausgang des UND-Gatters auch eine 1. Und solange einer der beiden Eingänge gleich 0 ist, habe ich hier am Ausgang auch eine 0. Wenn ich jetzt hinter dieses AND-Gatter noch einen Inverter baue, dann wird dieses Signal nochmal invertiert. Das heißt, ich habe im Normalfall, also wenn beide Eingänge gleich 0 sind, habe ich am UND-Gatter eine 0, das invertiert gibt eine 1. Wenn ich einen der beiden Eingänge auf 1 schalte, ändert sich da gar nichts, weil am Ausgang des UND-Gatters immer noch eine 0 anliegt, invertiert ergibt das eine 1. Nur dann, wenn ich tatsächlich beide Eingänge auf 1 schalte, dann habe ich am Ausgang tatsächlich eine 0. Und das ist oben bei dem NAND-Gatter entsprechend genauso. Nur dann, wenn ich beide Eingänge auf 1 schalte, dann habe ich am Ausgang eine 0. Also ein NAND-Gatter ist nichts anderes als ein UND-Gatter, was anschließend noch einmal invertiert wird. Beim NOR-Gatter sieht das genauso aus. Ich lösche mal den Bereich. Ich kann ihn hier selektieren, hier auf Erase, dann wird die komplette Schaltung gelöscht. Beim ODER-Gatter, zur Erinnerung, war das so. Ich habe hier die Lampe, die beiden Button. Ich verbinde die beiden Schalter und die Lampe. Und beim ODER-Gatter war das so, dass ich nur dann, wenn beide Eingänge auf 0 sind, auch tatsächlich am Ausgang eine 0 habe. Sobald ein Eingang auf 1 geschaltet wird, habe ich am Ausgang auch eine 1. Schauen wir das Ganze mal für einen NOR-Gatter an. Ich wähle hier einen NOR-Gatter aus, baue entsprechend wieder zwei Schalter davor, dort da hinten eine Lampe, verbinde die ganze Sache wieder. Und was man sieht, ist letztendlich, dass das Signal am NOR-Gatter nochmal invertiert wird. Das heißt, beide Eingänge sind 0, das heißt, das Ergebnis des ODER-Gatters ist eine 0. Und wenn das invertiert wird, habe ich eine 1. Sobald ich einen Eingang
auf einschalte, ist das Ergebnis des Oder-Gatters ebenfalls gleich 1. Wenn ich das invertiere, ist das Ergebnis eine 0.